20 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Polizeiobermeisters Markus Paul gedenkt die Gewerkschaft der Polizei Mannheim heute ihrem geschätzten Kollegen. Archivbilder aus dem Jahr 1998 zeigen den tragischen Einsatz, den die Beamten bis heute nicht vergessen haben. Damals wird die Polizei zu einem Einbruch im Zoogeschäft des damaligen Realmarktes gerufen. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: der 16-jährige Täter Sascha K. lauert mit einem Messer an den Kassen. Polizist Markus Paul und sein Diensthund werden von ihm überrascht. Es kommt zu einem Gefecht, in dem sowohl der Polizist als auch der Jugendliche schwer verletzt werden. Während Sascha K. nach einer Notoperation überlebt, kommt für Markus Paul jede Hilfe zu spät. Er stirbt noch vor Ort an seinen schweren Stichverletzungen. Für Kollegen und vor allem seine Familie ein Schock, den auch die Höchststrafe gegen den Täter nicht mindern konnte. Er wird für den heimtückischen Mord zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren verurteilt, ist seit 2009 wieder auf freiem Fuß. 20 Jahre ist die tragische Nacht jetzt her. Thomas Mohr von der Gewerkschaft der Polizei hat die Nacht damals miterlebt. Da sitzen die Emotionen wahrscheinlich noch ganz tief. Es hat sich aber auch viel getan bei der Polizei. Eine Stiftung wurde gegründet. Was hat der Fall genau verändert? Also es ist tatsächlich so, also ich kann mich noch ganz genau an Details erinnern, wie wenn es jetzt vor ein paar Tagen passiert wäre. Und gerade wenn dieser 20. Todestag ja auch jetzt sich, ich sag jetzt mal, jährt, dann macht das immer noch traurig. Und man denkt halt auch an die Familie und natürlich auch an den Kollegen, der fehlt. Was hat sich verändert? Es hat sich dahingehend etwas verändert. Die Familie hat trotz ihrer Trauer eine Stiftung gegründet, die Markus-Paul-Stiftung, weil auch die Spendenbereitschaft innerhalb der Bevölkerung sehr groß war. Damals hatte unser Kollege ein Kind, welches ja noch im Kleinkindalter war. Und da wollte einfach die Bevölkerung, dass da die Familie abgesichert ist. Und wie gesagt, die Spendenbereitschaft war so immens hoch und groß, dass man also sich von seitens der Familie entschieden hat, eine Stiftung zu gründen, die sich für Opfer von jugendlichen Gewalttätern einsetzt. Es wurden seitdem auch schusssichere Westen eingeführt von den Geldern der Stiftung. Sind Polizisten jetzt besser geschützt? Also die schusssicheren Westen wurden tatsächlich, ich sag mal, ein kleiner Teil aus Stiftungsmitteln finanziert. Aber man muss auch sagen, der Vater unseres getöteten Kollegen, er hatte hier sehr vehement das vorangetrieben, und ihm kann man eigentlich verdanken, dass heute in Baden-Württemberg die Polizistinnen und Polizisten eine sogenannte Mannausstattung haben, eine schusssichere Weste. Das wäre vielleicht im Laufe der Zeit auch gekommen, aber das ist sein Verdienst. Und trotzdem gibt es noch 74.000 Gewaltdelikte gegen Polizisten im Jahr. Ist die Situation besser oder schlimmer geworden für Polizisten? Ja, sie ist an sich, was die Respektlosigkeit anbelangt, schlimmer geworden. Jedes Handeln, jedes polizeiliche Einschreiten wird kritisiert. Wir haben kein Problem damit, wenn eine polizeiliche Maßnahme transparent gemacht wird. Dafür haben wir ja unsere Öffentlichkeitsarbeit, die dann auch das mittels Presseerklärung darstellt. Aber was uns auffällt in letzter Zeit, ist auch, dass sich unbeteiligte Personen einfach in polizeiliche Maßnahmen einmischen, ohne die Hintergründe zu kennen, warum jetzt die Polizei einschreitet und warum jetzt auch die Situation so sich darstellt, wie sie ist. Vielen Dank, Herr Mohr, und vielen Dank an alle Polizisten, die Tag für Tag ihr Leben für uns riskieren.